Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal bin ich mit euch das allererste Mal hier in das, Gebiet vorgedrungen. Warum bist du wieder da? Obwohl ich nicht am Leuchtfeuer gerastet habe? Bin ich jetzt doof? Ihr seid doch doof. Warum seid ihr alle wieder da? Hätte ich auch rasten können. Ugh. Ugh. Okay, scheinbar reicht es, dahin zu reisen. Naja, ist okay. Hätte ich vorher drüber nachdenken sollen. Aber gut. Ja, trotz allem, beim letzten Mal sind wir das allererste Mal hier wirklich vorgedrungen, haben uns ein bisschen umgeguckt. Das erste, was ich erreicht habe, war ein Langbogenstufe 7, der uns einfach vor die Füße gelegt wird. Das ist allerdings, soweit ich weiß, auch dann kein Zufall unbedingt. Denn... ja, hier hätten wir die Abkürzung, die ich jetzt nicht überleben würde. Ja, man ist ja sich immer mal überlegen, wenn es eine Abkürzung nach unten ist, ob man da einfach runterspringen könnte und es überleben kann. Antwort wäre wahrscheinlich jetzt gerade nein, aber ne, ihr wisst, worum es mir geht. Ja, was ich sagen möchte, ist, sehr wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass man einen Langbogen Stufe 7 finden kann. Oder einen Bogen im Allgemeinen. Denn wir werden einen Bogen brauchen. Relativ bald. Und da ist es schon ganz gut, wenn man einen... wenn man keinen hat und einen finden kann. Schön, dass ich in der Zeit hier bombardiert werde mit Pfeilen. Finde ich mal geil. Das ist unglaublich. Wie viele Pfeile, die mir mal eben in kürzester Zeit in den Hintern spicken können. Also muss ich mich schon vor Bogenschützen verstecken, weil die wehtun. Ne, es ist unglaublich hier, ich sag's ja. So, hier haben wir jetzt wieder dieselbe Thematik. Aktivieren wir das Ding, fällt das Teil hier runter und wir können gucken gehen, was sich hier da so drunter verbirgt. Hoffentlich wieder zwei Gänge, sonst stehe ich wieder doof da. Aber ja, hier haben wir diesen... Typen, der rausgefahren kam beim letzten Mal. Also kommen wir im Prinzip damit nur hier unten wieder raus, ne? Das ist ja doof. Das hilft mir ja nicht unbedingt. Heißt halt nur, ich kann jetzt wieder hier raus und, naja, wieder von da ansetzen, wo wir gerade waren. Da sind wir aber halt bei dem Punkt, ich kenne mich mit den DLCs nicht richtig aus. Ich kenne den Weg hier einigermaßen. Das ist der eine DLC, den ich auch gespielt habe. Deswegen fangen wir damit an. Deswegen, ich kenne hier im Prinzip gar nichts. Ich weiß nur, dass damals die Gegner halt, wie gesagt, sehr tödlich waren, denn den DLC blind anzufangen im New Game plus, es tut weh. Es tut sehr weh. Ihr seid wieder am Leben, ne? Ja. Sollte es mir dann zur Angewohnheit machen, mich tatsächlich auszuruhen, dann bringt ja sonst auch nichts. Na, wenn die Gegner eh wieder aufstehen, dann ist das so gesehen ziemlich egal, was ich mache. Aber ja, jetzt sind wir hier im Prinzip auf dem Dach von diesen runterfahrbaren Tempeln. Das ist nochmal so eine Sache, die man bedenken muss. Ich bin nur froh, dass diese Gegner relativ leicht, naja, zum Kreisen sind halt, ne? Die machen halt nicht viel, was das angeht. Was mache ich hiermit? Ich habe keine Ahnung. Na. Ja. Nur, dass ich keine Ahnung habe, ob ich das oben haben will, unten haben will, links haben will, rechts haben will. Ich gehe mal davon aus, dass ich es irgendwie haben möchte, aber wie genau, weiß ich halt gerade nicht. Ja, ihr könnt euch darauf verlassen, dass es hier noch ein paar mehr Gegner gibt als die hier. Aber das sind die, naja, die Nahkämpfer, die wir hier die meiste Zeit erstmal sehen werden. Sagen wir es mal so. Ist irgendwas Rotes, ist auch immer toll. Rot heißt nicht unbedingt gut, rot heißt nur rot. Denn, wie wir jetzt sehen werden, oder auch nicht,
Da kommen diese netten Kerlchen her. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Ding hier ätzend ist oder nicht. Das könnte ich jetzt gerade nicht sagen. Ich bin nun mal wieder der Vertreter, der sagt, wenn es rot leuchtet, da irgendeine Scheiße rauskommt, lass mal gut sein. Das können wir hier, glaube ich, abkürzen. So war das, glaube ich. Oder ich kürze gerade ab. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ich bin auf jeden Fall woanders, als ich eigentlich unbedingt hin muss. Ich bin jetzt gerade wieder auch nicht sicher, was mich gerade attackiert hat. Also was den Schaden verursacht hat. Gift, da weiß ich genau, wo ich hingucken muss, aber... Ich könnte gerade nicht sagen, was den Schaden verursacht hat. Keine Ahnung. Aber Gift ist halt dieses Ding hier. Ich sag mal, zuständig. Das ist Mister, ich vergifte dich mal. Das sind keine Statuen, das sind Echsen-Unterstatuen. Deswegen so ein bisschen die Unterscheidung, die man da treffen muss. Es sind halt tatsächlich Echsen, die unter diesen Steinen leben. Come on. Ich stecke gerade in einer Animation, Kumpel. Sehr schlecht gespielt von mir, muss ich sagen. Sehr, sehr schlecht. Verdammt, noch eins. Ich sage, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo genau ich bin. Ich weiß, dass das hier der richtige Weg sein müsste. Und ich bin natürlich dankbar für jeden, der mir zumindest sagt, ja, hier und da hast du ein sehr wichtiges Item verpasst oder wie auch immer. Das darf man mir halt alles gerne schreiben. Keine Spoiler an sich, aber wenn ihr mir jetzt... Kumpel, Dude, Alter! Wenn ihr mir jetzt schreiben würdet... Ja, da liegt noch hier ein versteinerter Drachenknochen oder was auch irgendwas Wichtiges. Dann kann man es mir halt gerne sagen. Ich bin halt immer offen für sowas. Das macht er übrigens nicht immer, sondern nur das allererste Mal, meine ich. Also beim nächsten Mal, wenn wir bis hier hinkommen, muss ich mich tatsächlich den Gegnern stellen. Damit sind wir schon im Heiligtum des Drachen. Also gut weitergekommen, sagen wir es mal so. Ne, das da oben ist die heilige Stadt. Hier haben wir jetzt halt das Heiligtum des Drachen. Wichtig ist ab hier, wir müssen uns tatsächlich darauf einstellen, überall Schalter und Fallen zu finden. Das ist halt irgendwie so ein Ding hier. Ich weiß nicht, ob ich das Ding gut finde, aber es ist halt so ein Ding hier. Schön, dass die jetzt alle giftig sind. Ich hänge jetzt schon scheiße. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den da gerade umgebracht habe, habe ich aber nicht. Ja, und ich bin hier im Prinzip am Feststecken. Sollte ich vielleicht in meinen Rückzugsplan mit einbeziehen, dass ich da nicht hochkomme. Oh Mann, ey. Ey, Sache, das kann hier noch was werden. Das kann hier echt noch was werden. Naja, man muss halt tatsächlich darauf achten, hier sind überall Bogenschützen. Überall. Und obwohl wir jetzt gleich den Weg frei machen, hat er dann freie Schussbahn. Das ist sehr, sehr nett. Sehr, 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 sehr nett. Um nicht zu sagen, blöde. Zwar blöde für uns, aber naja, das interessiert ja hier wieder keinen. Wir können natürlich auch zum Bogen greifen und ihn versuchen, so zu attackieren. Das geht.
Da spricht absolut nichts gegen, aber muss man halt immer gucken, sein Equipment anpassen. So wie ich mich kenne, ja, abgesehen davon, wo ich mich tatsächlich noch dran erinnern konnte. Ich weiß nicht mehr, was das ist, ob das jetzt tatsächlich hier Waffen und Rüstungs kaputt machen ist. Ich habe keinen Plan mehr. Ich sag halt nur, bleibt einfach weg von. So gut es geht. Ne, abgesehen davon, dass wir da reinfallen werden. Ich sage ja, ich weiß in etwa, worauf ich achten soll. Krieg's aber nicht immer so hin. Ich weiß, dass wir irgendwie die Stacheln ausschalten können. Weiß aber nicht mehr genau wie. Ach genau, und ich kann gegen euch erstmal nichts machen. Ne? Sind wir dann doch. Naja. Ich sag halt, das ist ein Dungeon. Ich hab hier keine Ahnung mehr von den meisten Sachen. Ich weiß nur, dass ich immer das Gefühl habe, ich sollte laufen, nicht stehen bleiben. Aber eigentlich muss ich stehen bleiben und gucken, damit ich die ganzen Schalter finde. Während mir solche Typen hinterherrennen, die ich nicht verletzen kann, bis ich irgendwas Bestimmtes gemacht habe, wo ich mich nicht mal mehr dran erinnere. Also, großes Kino. Dass dann so einer noch kommt, na, nicht unbedingt hilfreich. Und ja, Nebelwand könnte man jetzt sagen, super toll. Ist es prinzipiell auch, aber naja, hofnah halt, ne? Der wird uns halt jetzt ein bisschen begleiten wollen. Das finde ich persönlich nicht so schön. Und jetzt kommen wir, ich glaube, jetzt passiert genau das, was mir damals passiert ist. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Leuchtfeuer war. Ich glaube, das da hinten ist es sogar. Und wurde dann von dem Hofnarren oder von einem dieser großen Kerchen hier, genau. Ich glaube, das war er jetzt vernichtet. Da drüben ist das nächste Leuchtfeuer. Das ist halt unser Punkt, wo wir hinwollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist genau das, was mir beim letzten Mal passiert ist. Beziehungsweise beim ersten Mal. Ich bin relativ zügig darunter gekommen, hab den Hofnarren getroffen und wurde dann da umgebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das genau das ist, was mir beim ersten Mal passiert ist. Was ein Kreislauf. Ja. So sind wir wieder in Schulva. Ja. Bin mir halt nur nie sicher, ob ich jetzt tatsächlich selber dran schuld bin oder ob der DLC schwer ist. Und ich persönlich würde, glaube ich, eher darauf tippen, dass es meine Schuld ist. Also, dass der DLC jetzt nicht unbedingt das große Problem da eigentlich ist. Aber naja, wer weiß. Einfach mal den Schaden tanken hier. Ich sage ja, das Problem meiner Meinung nach ist, ich kann hier eine Menge kämpfen, das ist alles kein Thema, das funktioniert auch ziemlich gut. Bläh. Aber ich habe nie das Gefühl, das ist mein großes Problem hier eigentlich. Ich habe nie das Gefühl, dass es sich lohnt. Kann mich auch gerne korrigieren. Wobei ich natürlich auch sagen muss, wenn ich gegen die kämpfen würde, würde ich wahrscheinlich die irgendwann ausgelöscht haben und damit dann schneller den Weg finden können. Ist wahrscheinlich auch ein Ding, aber sobald ich den Weg kenne, weiß ich nicht, habe ich nicht das Gefühl, es lohnt sich gegen die so lange zu kämpfen. Selbes Spielchen hier. Ich weiß, dass ich jetzt hier einfach vorbeilaufen kann, weil die Tür offen ist. Weil ich da schon stand und das blöde Ding gedreht habe. Oder wir wissen jetzt, da ist eine Fallgrube, also kann ich auch rüberhüpfen.
Hier haben wir halt zum Beispiel so ein Problem. Wir sehen jetzt hier, befindet sich da hinten ein Schalter. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich einen Bogen einsetzen. Jetzt ist, wie gesagt, der Punkt, hätte ich keinen Bogen, wäre das doof. Ja, aber einen langen Bogen einfach mal so bekommen. Jetzt können wir also irgendeinen blöden Pfeil nehmen, von dem ich am meisten habe. Gut, ist jetzt. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie das ging. Jetzt so. L2 und schon haben wir das Problem gelöst. Aber man muss halt wissen, dass es Bögen gibt in diesem Spiel. Gut, sollte man wissen. Man kriegt ja die ganze Zeit von diesen netten Herren immer einen Bolzen in den Hintern oder einen Bogen oder was auch immer es ist. Je nachdem, was die benutzen halt, ne? Man kriegt es ja immer in den Hintern geschossen. Oh ja. Ja, und ich roll. Boah. Bin ich doof? Bin ich doof? Was da gerade passiert ist, leicht zu erklären. Die Falle hat ausgelöst. Ich habe den Schaden im Prinzip tanken können. Kein Thema. War dann aber so genial, möchte ich anmerken. Wollte eigentlich mich beziehungsweise außer Gefahr rollen, in Anführungszeichen, bin aber zu uns gerollt, im Irrglauben, hier wäre ich in Sicherheit. Ach, der ist in Gefahr, der ist nicht kaputt, alles klar. Bin in dem Irrglauben zu uns gerollt und, tja, da waren die Stacheln noch aktiv genug, um mich umzubringen. Das ist in Kurzform das, was da gerade passiert ist, für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum ist denn jetzt da gestorben? Ja, meine Schuld. Das ist alles. So, machen wir also jetzt das, was wir gerade gemacht haben, nochmal in schön. Natürlich, jetzt ist halt wieder eine weitere Tür offen, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Da ist jetzt eine weitere Tür offen, die wir jetzt so gesehen offen stehen haben. Das heißt, ich habe auch da wieder relativ schnellen Zugang drauf. Ich muss nicht nochmal den Bogen unbedingt auspacken. Ich kann den Bogen auspacken, muss ich aber nicht dafür. Unnötig. Saftsack. Ich muss sagen, ich war damals doch sehr überrascht, wie schön die Umgebung gestaltet ist. Ich hätte auch gerne einen Teil des eigentlichen Spiels, also des eigentlichen Spiels, aber des Hauptspiels sein können, war es halt nicht, aber ich fand, das passte. Was das gerade für ein komisches Charakterzucken war, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Unser Hauptziel wird es im Prinzip sein, irgendwann mal den Hofnarren zu besiegen, damit der uns nicht ständig da grillen will. Das wäre eigentlich schon das Ziel des Videos, wenn man so möchte. Das würde reichen. Sagen wir es mal so. Aber muss man halt erstmal hinkriegen. So. Ich weiß nicht mehr, wodurch das ausgelöst wurde. Ich meine aber, man kann hier durchrennen, ohne Schaden zu kriegen, wenn man es denn gut timet. Das haben wir gerade schön gemacht, aber man muss es halt gut getimt haben. Sonst kriegt man halt den Schaden trotzdem. So blöde, wie das klingt, oder so blöde, wie es auch ist. Man kriegt sonst den Schaden. Ein paar Steine, sehr schön. Und hier glitzerndes Titanit und versteinerte Drachenknochen vor allen Dingen wieder. Das ist immer sehr, sehr schön für mich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Falle auslöst oder nicht. Aber da hier nichts ist. Keine Ahnung, wodurch sie auslöst, aber naja.
Weiter geht's natürlich jetzt hier runter. Wir waren aber auf einem guten Weg eigentlich ursprünglich, als wir beim Hofnarren waren. Ja, und auch da oben, ihr seht's eigentlich, oder ihr könnt's zumindest sehen. Auch da oben ist dann mal einfach mal so ein Scheiterchen. Ich finde das sehr raffiniert. Auf jeden Fall. Nur, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Tür da unten öffnete. Ob das Ding hier wieder auslöst. Ja, es löst aus. Das ist die Tür, das war die Tür. Hier finden wir noch mehr Schätze. Zwar ein mysteriöses Steinschwert. Jetzt haben wir es die nächste Sache, aber es ist da. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest hier jetzt, wenn ich solche Sachen ausrüsten würde, definitiv bessere Sachen finden könnten. Es gibt auch hier irgendwo einen Schalter, der die Stacheln ausschaltete. Das weiß ich auch noch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin immer der Typ, der hier so schnell wie möglich durch will, weil mir die Geister auf den, naja, Senkel gehen. Nett ausgedrückt. Wenn Interesse besteht, dann würde ich halt später auch mal versuchen, tatsächlich hier alles zu erkunden. So gut es geht. Aber ich denke halt immer, das haben andere Leute dann schon besser gelöst als ich. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die nämlich die Typen da wegbleiben von mir. Das wäre sehr großzügig. Tun sie meistens eh nicht, weiß ich, klar, aber wäre ganz nett. Ich wollte ihn treffen. Ich musste ihn treffen. Ich sag halt, dieser Hofnarr, ich weiß auch nicht. Das ist dieser eine Gegner, bei dem ich echt Probleme habe. Obwohl es nur ein Hofnarr ist. Und schon sind wir wieder fast tot. Das ist... Bäh. Ich möchte eigentlich nur, dass der Hofnarr weg ist, damit wir definitiv hier immer freie Bahn haben. Immer. Ich hasse dich dafür. So much. Er ist ein Meister der Pyromantie, was soll ich sagen? Da sieht man halt tatsächlich mal, was Pyromantie so alles drauf hat. Das muss man halt auch so gesagt haben. Fußdreckzack. Aber, ja, zu guter Letzt, erledigt. Und ein Halbpunkt. Das ist nicht unbedingt für mich jetzt der Halbpunkt gewesen, aber... Ist ja nett zu wissen. So. Der Punkt hier ist... Ich weiß nicht mehr, wie die Viecher funktionieren. Das ist schon mal schlecht. Sag ich ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Viecher funktionieren. Das ist der schlechte Punkt. Ich weiß auch nicht, ob da Öl ist oder Wasser an denen oder wie auch immer. Ich möchte in diesem Video den das Leuchtfeuer erreichen. Das ist Ziel des Videos. Funktioniert halt nun gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber
das erste Zwischenziel des Videos, den Hofnarren zu erledigen. Das haben wir geschafft. Das ist erledigt, das ist auch gut so. Lass uns durchdrehen. Ohne toten Hofnarren dreht der Kommi durch. Aber ja, der ist erledigt. Alles kein Thema hier. Alles kein Thema. Und ja, da wir den Weg jetzt auswendig kennen, ist auch das meiste davon kein Thema. Es ist halt ein einfaches, jetzt wissen wir, wo es lang geht, jetzt wissen wir, wie wir lang gehen müssen, wo der schnellste Weg ist, wie man auf die Ömmel kriegt. Das wissen wir jetzt auch. Okay, das ist jetzt wieder peinlich. Und ziemlich unnötig und blöde, dass der hier jetzt reinging. Egal, ja, das wissen wir halt auch, wo wir eigentlich lang gehen sollten, um relativ zügig irgendwo hinzukommen. Wirklich gefährlich ist ja jetzt eigentlich mehr oder minder nur noch der Untergrund. Jetzt erinnere ich mich auch gerade wieder, wie man diese Typen besiegen kann. Das war so eine ähnliche Geschichte wie die Ritter damals in der Gruft der Untoten. Wo man ihr komisches steinernes Monument vernichten muss, damit da keiner mehr rauskommt. Das ist so ähnlich hier. Wir haben, glaube ich, Särge oder Altäre oder was auch immer. Ist das ein Wort? Altäre? Ist das die Mehrzahl davon tatsächlich? Ja, Punkt ist jedenfalls, sowas haben wir hier auch. Wenn wir uns um die Sachen kümmern könnten, weil wir wissen, wo sie sind, könnte man diese Super-Ninja-Geisterkrieger erledigen. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wo die Teile sind von denen. Und wie gesagt, ich bin ja mehr der Vertreter von einfach ab durch die Mitte und gut ist. Problem ist natürlich, dass ich jetzt gerade wieder und wieder getroffen wurde. Aber egal. Denn wie gesagt, unser Hofnarr ist weg. Kommt auch nicht wieder, ist kein respawnable Character hier. So gut so. Ja, dann gucken wir mal, dass ich entweder hier die Bestien jetzt vernichten kann. Ich habe nämlich keine Lust, ständig vernichtet zu werden von denen. Ja, genau, das war der Angriff, der mich da bei der Flucht getroffen hat. Als ich einfach weg von dem wollte. Das lässt mich offen da stehen, aber ist nicht ganz so schlimm. Ja, willst du mich wo an deine Seite lassen, hallo? Ah, das war schon wieder schlecht. Geht schon wieder in die völlig falsche Richtung. Ah, tschüss. Besser ist. Ich weiß, dass ich mal einigermaßen gegen die kämpfen konnte, aber das ist, wie man sieht, das ist eine lang vergessene Kunst von mir. Ja, das ist natürlich jetzt ganz blöde, weil da hinten einer noch auf mich... Naja, losgegangen ist. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht von hinten noch so ein blöder Blitz kommt. Das wäre jetzt blöde gewesen wieder. Hört auf, im Teamwork hier zu arbeiten. Teamwork steht nur mir zu. Wir könnten ihn auch versuchen zu aggroen aus der Ferne, aber... Sache, nette Viecher. Nur ziemlich nervig zu besiegen. Okay. Einer erledigt. Jetzt drehen wir einfach unsere Kreise.
und lass uns beißen. Naja, eigentlich. Der Teil mit dem Beißen gehört jetzt nicht zu den Sachen, die ich haben wollte. Aber ihr seht, sie können versteinerte Drachenknochen droppen. Also prinzipiell gesehen, super Gegner. Noch hier wieder. Blöder ausgewichen. Ich würde jetzt natürlich ungern beim letzten. Also, ja, nicht letzten, aber. Bei dem letzten, der wirklich im Weg steht, hier drauf gehen. Aber es ist mal wieder auch kein Ding der Unmöglichkeit von mir, das kenne ich ja. Es sind trotzdem keine Gegner, gegen die ich gerne kämpfe. So, da hinten ist einer. Da darf auch gerne bleiben, wohl bemerkt. Da hinten. Kein Thema. Ja, versteinerte Drachenknochen überall hier. Ja, wie ihr seht, da hinten ist das Leuchtfeuer. Da ist noch einer von denen. Wenn wir jetzt schnell sind, ist das kein Thema mehr. Der hat uns zwar jetzt gesehen, aber das interessiert uns nicht. Wobei das faszinierend anzusehen war. Wow. Okay. Ziel für heute erreicht. Plus versteinerte Drachenknochen, um den Schild zu verstärken. Ich würde sagen, läuft. Könnte definitiv schlimmer laufen. Hat's jetzt aber nicht. Kann ich eigentlich was mit der Scherbe noch machen? Ja, ich habe eine Scherbe gefunden. However faint. Jetzt habe ich 8 Stück. Wunderbar. Dann gehen wir mal den Schild verstärken. Das ist doch auch wunderbar. Also, wir machen langsam von mir aus, aber wir machen Fortschritte. So, damit ist der Königsschild auf seinem Maximallevel. Und wir haben gute Verteidigung. Das ist das Wichtigste dabei. Wir haben jetzt gute Verteidigung. Glitzerndes Titanit. Oh, habe ich auch gefunden. Wunderbar, wunderbar. 2 von 3, 191, auch sehr schön. 168, na, passt. Passt. Okay. Beim nächsten Mal können wir also weitermachen im DLC. Jetzt haben wir ja schon relativ gut vorgearbeitet. Wie sieht das eigentlich hier aus? Haben die geguckt? Naja. Seht, 3 Leuchtfeuer hier. In der Stadt eigentlich auch. Ja. Gucken wir also mal, was beim nächsten Mal auf uns wartet. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. So, Leute, das war's mit dieser Episode von Dark Souls 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das neue Video schon draußen ist, klickt auf Next, um zum nächsten Video zu springen. Oder, falls ihr das vorige Video verpasst habt, klickt auf Previous. Tatsächlich habe ich noch unten in der Beschreibung mehrere Playlisten für euch zum Ansehen, falls euch das noch nicht gereicht hat. Und dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Projekt. Es macht Spaß, sich hier die Hände schmutzig zu machen. Bye, bye.